Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich habe in den letzten Kommentaren gelesen, dass ihr sehr gerne die geklärten Fälle mögt und sehe es ja auch an den Zuschauerzahlen, dass diese euch anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Deswegen gibt es heute wieder einen neuen geklärten Fall. Ich hatte vor einem Jahr ungefähr gelesen, dass dieser Fall geklärt wurde, hatte mich aber noch nicht so genau damit beschäftigt. Und vor zwei Wochen habe ich dann einfach nochmal durchgeschaut, welche Fälle, die mir so in Erinnerung geblieben sind, denn mittlerweile geklärt sind. Und danach habe ich mich an diesen Fall erinnert. Und interessanterweise wurde der auch tatsächlich erst 2021 geklärt. Und der Fall stammt aus dem Jahr 1998. Aber kommen wir jetzt einmal zu dem eigentlichen Fall und dessen Auflösung. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es geht um das Tötungsdelikt an Frank Eberl. Tattag war der 3. März 1998 gegen 16.30 Uhr in Berlin. Frank Eberl war Geschäftsführer einer Baufirma in Berlin und geriet 1997 mit seiner Firma immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. So wie es bei Aktenzeichen XY dargestellt wurde, drohten ihm Lieferanten damit, nicht mehr zu liefern wegen offener Rechnungen. Bei der Bank bekam er nicht einmal mehr einen Überbrückungskredit, da er salopp gesagt wohl über beide Ohren verschuldet war. Er hatte auch bereits sein Privatvermögen eingesetzt und damit für seine Geschäftskredite gehaftet. Dies hätte dann bei einer Firmenpleite bedeutet, dass er auch Privatpleite gewesen wäre. Er lebte mit seiner Frau und seiner Tochter in einer Doppelhaushälfte in Berlin-Kladow. Die finanzielle Situation wurde für Frank Eberl immer schlimmer und Anfang 1998 gab es keinen Ausweg mehr für ihn. In der Sendung Aktenzeichen XY wurde es dann so dargestellt, dass er sich dann mit einem Geschäftspartner traf, der sich an seiner Baufirma beteiligt hatte. Dieser Geschäftspartner stellte in der Darstellung bei Aktenzeichen XY jetzt keine so richtig wichtige Rolle dar, einfach als ein Geschäftspartner, den man dann um Hilfe bittet. Aber zum Ende dieser Geschichte wird diese Person auch richtig interessant. Dieser Geschäftspartner wird in der Sendung dargestellt als Engländer und als Inhaber mehrerer international tätigen Firmen. Frank Eberl hat dann seine Bauprojekte seinem Geschäftspartner übertragen und dieser sollte ihn dafür auszahlen. Bedingung war, dass er zumindest so viel Geld bekommt, dass er damit seine Kredite tilgen kann und erst einmal aus dem Gröbsten raus ist. Also wahrscheinlich meinte er damit, dass ihm dann seine Doppelhaushälfte nicht mehr genommen werden kann. Danach hat Frank Eberl dann seine Firma und sein Büro geschlossen. Sein Büro lag in der Bremer Straße 43 im Berliner Stadtteil Tiergarten. Die Lage und das Gebäude könnt ihr jetzt hier einmal in Google Earth sehen. Dieses Büro hatte er dann bis Ende Februar 1998 größtenteils geräumt. Allerdings waren noch Renovierungsarbeiten notwendig, bevor er das Büro an den Vermieter übergeben konnte. Frank Eberl hatte dann zwei ehemaligen Mitarbeitern erlaubt, in seinem ehemaligen Büro zu übernachten. Diese beiden Männer sollen eben auch auf seinen Baustellen tätig gewesen sein. Dazu gab es aber in der Sendung dann noch keine weiteren Informationen. Diese beiden sollten ihm dann im Gegenzug helfen, das Büro zu renovieren. Beide Männer sollen Moldawier gewesen sein. Also das auch erst einmal alles zur Darstellung bei Aktenzeichen XY. In den nächsten Tagen wurde die Situation für Frank Eberl dann immer schlimmer. Er hatte zwar die Firma aufgelöst, konnte aber trotzdem nicht die Kredite zurückzahlen.
Er setzte dann alle Hebel in Bewegung, um Geld aufzutreiben, da er sonst alles verloren hätte. In Aktenzeichen XY wurde es dann so dargestellt, als wenn der Geschäftspartner aus England, dem er dann seine Projekte übertragen hat, ihm nicht die vereinbarten Gelder übergeben hat. Diese Darstellung macht dann später auch Sinn, wenn man sich die endgültige Lösung des Falls anschaut. Aber kommen wir jetzt zum Tattag. Dienstag, der 3. März 1998, trifft Frank Eberl dann so gegen 12 Uhr bei seinem ehemaligen Büro ein. Die Polizei ist sich sicher, dass die beiden Moldawier ihm an diesem Tag noch beim Streichen geholfen haben. Aber bis zu welcher Uhrzeit ist unklar. Gegen 15 Uhr führt Frank dann ein letztes Telefonat mit einem Gläubiger. Dies ist dann auch das letzte Lebenszeichen von ihm. Nach dem Inhalt des Gespräches zu schließen, waren die beiden Moldawier dann selber nicht mehr vor Ort. Irgendwann nach diesem Zeitpunkt muss der Täter gekommen sein. Um 16.30 Uhr, also knapp anderthalb Stunden später, hören mehrere Anwohner und Passanten dann Knallgeräusche, die sie aber nicht zuordnen können. Diese kommen aus dem Bürogebäude von Frank Eberl. Gegen 20 Uhr meldet sich ein Mann telefonisch bei der Feuerwehr und teilt mit, dass in dem Keller, der unter dem Büro von Frank Eberl liegt, Wasser durch die Decke kommt. Gegen 20.30 Uhr war die Feuerwehr dann vor Ort und fand Frank Eberl. Er war von drei Kugeln getroffen worden. Eine steckte im Rücken und zwei in seinem Kopf. Das Wasser lief dort übrigens in der Badewanne, weil Frank Eberl dort wohl die Pinsel und Rollen vom Streichen gereinigt hatte. So, das war jetzt erst einmal der Fall. Jetzt kommen wir noch einmal kurz auf die beiden Männer zu sprechen, die Frank Eberl geholfen haben sollen bei der Renovierung. Bei der Aktenzeichen XY-Sendung war über einen von ihnen nichts bekannt. Der andere soll 1997 nach Deutschland gekommen sein und hatte einen Asylantrag gestellt. Bei diesem Asylantrag gab er an, aus Russland zu kommen. Er nannte sich Sergei Ebinal. Diese Angaben stellten sich dann aber später als falsch heraus. In der Sendung Aktenzeichen Y vom 15. September 2010 wurde weiterhin die Information gegeben, dass die bekannte Person jetzt, also im Jahr 2010, circa 50 Jahre alt sein müsste. Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Falls. 2017 kam ein Bauarbeiter nach Berlin und sagte der Polizei: Ich weiß, wer der Mörder ist und wer ihn anheuerte und bezahlte. Dieser Zeuge, der aus dem absoluten Nichts kam, sagte: Für umgerechnet 770 Euro, also damalige 1500 D-Mark, soll sein Kumpel damals Frank Eberl erschossen haben. Und zwar im Auftrag eines Mannes, der kurz danach aufstieg zum Multimillionär, wie aus Wunderhand. Er wurde zum Jet-Set-Liebling und Adelin. Dieser hieß Joseph Birch. Er wird als eine schillernde Figur, Luxusliebhaber und Pferdenah beschrieben. Mal war er als Ritter des Königreichs, Geheimagent oder Sir Joseph unterwegs. Aber alles war gelogen. Der Absturz von Joseph Birch kam 2013. Er wurde verhaftet wegen weltweiter Geldwäsche, Betrug im Schneeballsystem. Damit hat er 7,5 Millionen Pfund ergaunert. Geprellte Anleger in den USA, Deutschland, Spanien und Italien. Das weitete sich dann zu einem weltweiten Wirtschaftskrimi aus. Er wurde dann in England vor Gericht gestellt.
Der Richter nannte ihn Dirty Rotten Scoundrel, übersetzt schmutziger, fauler Schurke. Das Urteil gab es dann 2016. 7,5 Jahre Knast. Und weil er 5,7 Millionen verstecktes Vermögen nicht rausrückte, bekam er dann 2018 gleich nochmal weitere 7 Jahre aufgebrummt. Und zwar im Dartmoor Prison. Das ist eines der berüchtigsten Gefängnisse auf der Insel, also in England. Warum ich auf diesen Joseph Birch so intensiv eingehe, dazu komme ich gleich nochmal am Ende des Videos. Der Bauarbeiter, der dann beschuldigt wurde, Frank Eber getötet zu haben, wurde 2019 in Italien verhaftet und am 4. August 2020 nach Deutschland ausgeliefert. Sein Prozess begann am 29. Januar 2021 vor dem Landgericht in Berlin. Er wurde des Mordes angeklagt. Soweit, so gut. Bisher jetzt nicht wirklich was sehr Außergewöhnliches. Ein Täter mit einem Motiv, wahrscheinlich wegen Geld oder eben wegen Geldes zu der Tat angestiftet. Aber jetzt kommt's. Ich zitiere jetzt hier einmal aus dem Artikel vom Tagesspiegel vom 16.04.2021. Der Fall scheint beispiellos. In einem Mordprozess am Berliner Landgericht hat der Hauptbelastungszeuge plötzlich zugegeben, der wahre Täter zu sein. Der in Italien festgenommene Bauarbeiter wurde nach monatelanger U-Haft vom Mordvorwurf freigesprochen. Der vorsitzende Richter sagte auch, mit fast 30-jähriger Berufserfahrung habe er einen solchen Verfahrensverlauf auch noch nicht ansatzweise erlebt. Für die erlittene Haft sei Serge N. dann zu entschädigen, hieß es weiter in dem Freispruch, und zwar auf Kosten der Landeskasse. Der 59-jährige Mann, der aus Moldawien stammte und seit vielen Jahren mit seiner Familie in Italien lebte, saß fast 10 Monate hinter Gittern, erst in Auslieferungs- und dann in Berlin in Untersuchungshaft. Er hat dann später gesagt, nachdem er vom Mordvorwurf praktisch freigesprochen wurde, dass er keinen Groll habe, er wäre einfach nur froh, dass man ihm jetzt glaubt, dass er die Tat nicht begangen hat. So, wenn wir dann jetzt mal auf die Aktenzeichen XY-Sendung zurückschauen oder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, und zwar die beiden Leute, die ja dem Frank beim Renovieren und Streichen geholfen haben sollen. Davon sollte einer Serge heißen. So, dieser gute Mann, der in Italien festgenommen wurde, heißt Serge. Er ist auch tatsächlich Moldawier, so wie auch in der Sendung gesagt. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er vor Gericht war, war er 59 Jahre alt. Die Aktenzeichen XY-Sendung war 2010. Damals wurde gesagt, er müsste jetzt so ungefähr 50 Jahre sein. Die Verhandlung war 2021. Da war er 59. Also scheint tatsächlich dann auch der Mensch, nachdem damals in der Sendung gesucht wurde, dieser Serge gewesen zu sein. Und halt die Tat wurde von einem der beiden Moldawier begangen, die Frank damals angeheuert hatte zum Renovieren des Büros. So, der ehemalige Belastungszeuge und plötzliche Täter hieß Vyacheslav A. Ich habe jetzt auch mal ein Bild von ihm da jetzt rein projiziert, welches ihr sehen könnt. Hat dann zu Protokoll gegeben, also bei der Vernehmung hat er es zu Protokoll gegeben, als er den Serge beschuldigt hat, dass dies sein ehemaliger Kollege vom Bau wäre und beide seien halt auch für den Frank Ewald tätig gewesen. Und er habe dann dies 2017 der Polizei gemeldet,
weil er seine Seele reinigen wollte. Und hatte da eben als Motiv angegeben, dass dieser Joseph Birch dementsprechend den Auftrag erteilt hatte und hatte dies mit 1500 DM bezahlt. Aber das hatte ich, glaube ich, im Vorfeld schon mal so ansatzweise erwähnt. Bei der Vernehmung hatte dieser Vyacheslav A. Angaben zur Tat gemacht, die sich mit den Erkenntnissen der Ermittler decken. Andere Schilderungen von ihm sollen allerdings absolut wirr gewesen sein. Er hat einen Tag ausgesagt und reiste dann ab. Er war unerreichbar für weitere Vernehmungen und die Staatsanwaltschaft hat dann britische Behörden um Rechtshilfe gebeten und schickte einen auf diesen Vyacheslav bezogenen Fragekatalog nach England. Aber eine Antwort auf diesen Fragekatalog gab es dann nicht. Leider sind auch die Informationen im Internet zu diesem Fall wieder ein bisschen sehr dürftig gewesen. Aber anscheinend ist es dann wohl so gewesen, dass dieser ehemalige Zeuge und tatsächliche Täter, ich versuche den Namen jetzt nicht nochmal auszusprechen, dann wohl für eine Befragung am 14. April wieder zur Verfügung stand. Und da seine Aussagen teilweise wohl recht wirr waren, wurden für diese Befragung zwei Psychiater bestellt, die ihn auch begutachten sollten. Und den dritten Satz, den dieser ehemalige Zeuge dann wohl gemacht hat, hat die Psychiater oder die Befrager dann auch fassungslos gemacht. Und dieser sagte einfach, ich habe Frank Eberl im Badezimmer erschossen. Er wurde dann noch im Gerichtssaal festgenommen. Und der Sergej N. kam dann zwei Tage vor dem Urteil frei. Welches Urteil dieser Vyacheslav A. bekommen hat, war leider nicht in Erfahrung zu bringen. Aber aufgrund der Tat dürfte man davon oder kann man davon ausgehen, dass es sich da wohl um lebenslänglich gehandelt hat. Was aus diesem ganzen Urteil beziehungsweise was man dazu jetzt hier in den im Internet finden konnte, nicht hundertprozentig klargestellt wurde, ist einfach der Punkt, ob dieser Joseph Birch tatsächlich die Person war, der sich an Frank Eberls Firma beteiligt hat. Ich vermute aber mal ja, weil das passt einfach alles zu gut. Dann kann man im Prinzip sagen, dass der Frank Eberl wahrscheinlich einem Betrüger auf den Leim gegangen ist und der letztendlich dann für den Tod von Frank in zweierlei Hinsicht verantwortlich ist. Einmal hat er ihn dann auch am Ende, als Frank eigentlich Geld von ihm bekommen sollte, so wie es abgesprochen war, in einen Punkt getrieben, wo er wahrscheinlich auch nicht mehr weiter konnte. Und dann hat Frank wahrscheinlich Druck bei ihm gemacht, da weil er dieses Geld jetzt unbedingt bräuchte, weil ich denke mal, die Bank hat sehr viel Stress gemacht und ihm ein Limit gesetzt, da wahrscheinlich ansonsten auch seine Doppelhaushälfte zur Versteigerung gesetzt worden wäre. Und da diesem Joseph Birch das wahrscheinlich zu sehr auf den Nerv gegangen ist und er diese beiden Moldawier kannte, wird er dann wohl den Auftrag gegeben haben. So reime ich es mir schlussendlich mal zusammen. Dieser Joseph Birch wurde ja auch kurz in dieser Darstellung bei Aktenzeichen Y gezeigt oder wurde dargestellt und dort bekam er den Namen Curtis. Nur für den Fall, falls sich jemand noch irgendwie an diesen Fall erinnert. Weiterhin war es so, dass Frank Eberl von Thorsten Nindel dargestellt wurde. War eine Zeit lang sehr häufig auch Darsteller bei Aktenzeichen Y. Oder ist es auch jetzt immer wieder zwischendurch noch? Vielleicht kennt ihn der eine oder andere auch noch aus der guten alten Littenstraße. Da hat er nämlich über 4 Jahre lang den Zorro gespielt. Das nur noch mal so nebenbei. So, das war es dann mit dem heutigen aufgeklärten Fall. Wie ich finde, auch wieder eine sehr interessante Geschichte, die sich da abgespielt hat und wie es überhaupt zu der Tat gekommen ist. Man konnte eigentlich ziemlich
klar davon ausgehen, dass es irgendwie mit dieser Baufirma und mit dem Geld zu tun haben musste. Aber dass dann dieser Geschäftspartner ein weltweit gesuchter Betrüger war, das konnte man nun nicht wirklich ahnen. Von daher dachte ich mir, das ist ganz interessant, das könnte man hier einmal darstellen. Okay, ich werde jetzt auch weiterhin erstmal den Fokus auf gelöste Fälle geben, weil da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele interessante Fälle, die gelöst wurden und die meiner Meinung nach auch eine sehr interessante Background-Story jeweils haben. Ja, wenn ihr wieder mehr ungelöste Fälle haben wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde aber auf jeden Fall auch zwischendurch immer wieder ungelöste Fälle bringen, weil auch da gibt es weiterhin sehr, sehr interessante Fälle, die ich einfach gerne mal wieder darstellen möchte und in Erinnerung rufen möchte. Okay, das war's erst einmal. Am Ende habe ich jetzt leider wieder sehr viel geredet. Dann macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Clip. Tschüss!